Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Honhorvath. Es wurden abermals Rekorde gebrochen. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag betrug die Zahl der an einem Tag nachgewiesenen Infizierten und auch die der in Krankenhäusern Verpflegten mehr als 2000. Im Vergleich zu einem Tag zuvor verringerte sich die Zahl der Kranken, die an eine Beatmungsmaschine angeschlossen sind. Die Daten wurden an der Regierungspressekonferenz veröffentlicht. Gergely Guyas sagte gleichzeitig auch, das Virus habe erst dann ein Ende, wenn es einen Impfstoff dagegen gäbe. Er sagte, die Regierung versuche, eine solche rechtliche Garantie zu schaffen, dass, wenn die Vakzine bereitstehe, Ungarn zu den ersten gehöre, die sie kaufen könnten. Gergely Guyas betonte, überall auf der Welt verschlechtere sich die Epidemiesituation, doch in Ungarn sei das Gesundheitswesen auf die Bekämpfung des Virus vorbereitet. Zur Vorbeugung vor der Grippe gebe es derzeit wirksame Schutzimpfungen, sagte die leitende Amtsärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst auf der Pressekonferenz des Krisenstabes. Cecilia Müller zufolge wurde der Impfstoff ausgeliefert und die Hausärzte begannen bereits, diese zu verabreichen. Die Amtsärztin hob hervor, wie er sich für sein Kind oder für sich selbst Vakzine gegen Influenza haben möchte, der müsse sich beim Hausarzt melden. Ministerpräsident Viktor Orban habe mit seinem australischen Kollegen Scott Morrison über die Coronavirus-Epidemie und deren wirtschaftliche Folgen, weiter über andere internationale aktuelle Fragen telefonisch verhandelt, berichtete Bertalan Hovasi, der stellvertretende Staatssekretär, der das Pressebüro des Ministerpräsidenten leitet, der ungarischen Nachrichtenagentur MTI. Der Mitteilung zufolge haben die beiden Regierungschefs im Rahmen der Epidemiesituation über die Möglichkeiten der Handhabe der Wirtschaftskrise gesprochen und sich gleichzeitig auch über den Neustart des touristischen Sektors geeinigt. Remdesivir sei ein wirksames Erzeugnis, jedoch nicht in jedem Fall verabreichbar. Darüber sprach die klinische Leiterin der Semmelweis-Universität im Radio Kossuth. Veronika Müller zufolge können jene dieses Medikament erhalten, die eine schwere Lungenentzündung haben und eine Sauerstofftherapie benötigen. In diesem Fall beschleunige Remdesivir nämlich die Heilung. Es gibt Infizierte, die mit diesem Medikament behandelt wurden und seitdem das Krankenhaus verlassen konnten. Landesweit bereiten sich die Hotels auf das lange Wochenende vor. In diesem Jahr entschieden sich die meisten für Eger, Gyula, Zalakaros und die Plattenseeregion. Aufgrund der Corona-Epidemie wurden Schutzmaßnahmen eingeführt und überall wird betont, dass bei Gästeempfang die epidemiologischen Vorschriften eingehalten werden müssen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Masken zu tragen und passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.